die demokratischen und sozialen Errungenschaften aufs Äußerste verteidigen, sie nicht abbauen lassen, das Vermächtnis des Widerstandes nicht der Entsorgung preisgeben lassen. Das ist Antifaschismus heute. Peter Gingold, 1996. Als unsere Eltern nach Kriegsende zurück nach Frankfurt kamen, war es für sie als überlebende antifaschistische jüdische Familie nicht leicht, in einer Umgebung zu leben, in der das große Schweigen über die Nazi-Verbrechen herrschte. Sie spürten Ablehnung, galten sie doch im Bewusstsein vieler damals immer noch als Verräter Deutschlands. Peter Gingold und seine Frau Eddy, ebenfalls aus einer jüdischen Familie stammend, die beiden schlossen sich der französischen Widerstandsbewegung der Résistance an und wirkten unter Einsatz ihres Lebens mit am Kampf gegen den deutschen Faschismus und schließlich an der Befreiung von Paris. Nach dem deutschen Einmarsch in Frankreich begann auch für die von den Nazis nach Frankreich geflohenen Menschen die unmittelbare Bedrohung, Deportationen, Verhaftungen und Tötungen. Darunter auch zwei Geschwister von Peter Gingold, die nach Auschwitz deportiert und dort umgebracht wurden. Eine, die gerne hier wäre, aber leider nicht sein kann heute, ist Esther Vigerado. Sie ist eine Überlebende des Konzentrationslagers Auschwitz und eine gute Freundin von Eddy und Peter. Sie schreibt uns: Liebe Freundinnen und Freunde von Eddy und Peter Gingold, ich begrüße es sehr, dass ihr euch dafür einsetzt, dass in Frankfurt, in der Stadt, in der Eddy und Peter seit 1945 lebten und wirkten, ein Platz nach den beiden bedeutenden Menschen des antifaschistischen Widerstandskampfes benannt wird. In Frankreich erinnert man sich mit dem größten Respekt und mit Würde an die Menschen aus vielen verschiedenen Ländern, die sich der Résistance angeschlossen und gemeinsam einen ganz erheblichen Beitrag im Kampf für die Freiheit geleistet haben. In Deutschland gibt es diese Wertschätzung für den gesamten antifaschistischen Widerstand noch nicht. Gerade deswegen ist eure Initiative in Frankfurt so wichtig, dass ein Platz in dem Viertel, in dem Eddy und Peter Gingold lebten, nach ihnen benannt wird, ist längst überfällig. O Partisanen, kommt mit mich mit euch. O Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. O Partisanen, kommt mit mich mit euch. Nach Frankfurt zurückgekehrt und hier in Niederrad ansässig geworden, bleibt er trotz aller Widernisse, die er hier auch noch erleben muss, ein aktiver Antifaschist. Eddy Gingold wird vor allem in den Bewegungen gegen die Remilitarisierung, gegen die Wiederaufrüstung und Raketenstationierung der Friedensbewegung aktiv. Man sollte doch denken, nach dem, was wir über das Leben der beiden, über ihre Lebensleistung gehört haben, dass es eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein müsste, diesen Platz so zu benennen. Selbst CDU war bereit, das zu unterstützen, aber dann drehte sich das. Es wurden formale Argumente vorgeschoben, es waren Vorbehalte gegen die Personen, weil sie Kommunisten sind, weil sie sich zum Kommunismus bekannt haben, nach wie vor bis zu ihrem Tod. Das waren die entscheidenden Argumente, das spielte immer wieder raus in der Argumentation. Das wollte man und will es eigentlich bis heute nicht. Es ist natürlich so, dass vor allem an den Widerstand aus der Arbeiterbewegung noch viel zu wenig erinnert wird. Ja? Und das auch also immer noch randständig behandelt wird, also auch von den Medien oder von staatsoffiziellen Organisationen. Ja, das ist nur an wenigen Stellen durchbrochen, dass dieser Antikommunismus ein wenig zurückgedrängt worden wäre. Es ist unverändert bis heute. Eddy und Peter würden Alarm schlagen, wenn sie die Verhältnisse, so wie sie heute schon sind, 10 Jahre, 12 Jahre nach Peters Tod, ja,
sehr viel zugespitzter und dramatischer. Und es ist sozusagen offenen Augens ist es nicht zu übersehen, dass die Entwicklung, deutlich nach rechts geht. Ja. Das ist eine Frage an jeden und jede, eben nicht still zuzuschauen und sich für sich aufzuregen oder am Kaffeetisch darüber zu reden, sondern öffentlich sich dagegen zu stellen, ja, gegen diese Entwicklung. Wir wollen, dass dieser Platz demnächst Eddie und Peter Gingold Platz heißt. Und da wollen wir uns hier wieder treffen. Und davon bin ich fest überzeugt, dass uns das gelingt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.